Eine französische Krankenschwester wurde aus der Haft entlassen, nachdem Bilder ihrer gewaltsamen Verhaftung am Dienstag zu großer Wut geführt hatten. Ihr Name ist Farida. Und hier sehen Sie den Moment, in dem sie von mehreren Polizisten ergriffen wird. Die Polizei klagte sie später wegen des Werfens von Gegenständen auf Polizisten an. Farida sagt, sie sei durch ihre Behandlung traumatisiert. Charlotte Dubinsky berichtet. Während der Proteste der Gesundheitsarbeiter am Dienstag wurde eine 50 Jahre alte Krankenschwester verhaftet. Sie heißt Farida und soll aus einem Vorort der Stadt kommen. Seit 17 Jahren arbeitet sie im Gesundheitswesen und sie hat an den landesweiten Protesten teilgenommen, um höhere Löhne, mehr Personal und mehr Geld generell für ihren Bereich zu fordern, der schon lange nahezu am Abgrund steht, wie viele meinen. In den sozialen Medien sah man den Augenblick ihrer Verhaftung. Die Polizisten stürmten auf sie zu. Es gibt nun große Wut über die Art ihrer Verhaftung. Farida soll eine gebrochene Rippe und Schnitte im Gesicht erlitten haben. Während der Verhaftung wurde sie an ihren Haaren festgehalten. Videos zeigen auch ihre Forderung nach ihrem Inhalator. Sie sagte, sie könne nicht atmen. Ihre Tochter verteidigte die Krankenschwester später auf Twitter und erklärte, sie habe Asthma und brauche einen Inhalator. Diese Frau ist meine Mutter, eine 50 Jahre alte Krankenschwester. 3 Monate lang arbeitete sie 12 bis 15 Stunden am Tag und sie hatte Covid-19. Sie demonstrierte für mehr Gehalt und Anerkennung ihrer Arbeit. Sie hat Asthma und trug ihre Uniform. Sie ist nur 1,55 Meter groß. Unterstützer sagen, dies sei das neueste Beispiel für Polizeibrutalität und dass sie nun genug haben. Wir halten die Art von Faridas Verhaftung für skandalös. Es gab gar keinen Grund, sie festzunehmen. Das war unverhältnismäßige Gewalt. Immerzu provoziert die Polizei die Demonstranten und schlägt den Protest dann nieder. Und nun eine 50 Jahre alte Frau. Selbst wenn sie einen Stein geworfen hat, kann man sie nicht so auf den Boden werfen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei Menschen bedroht und sie vom friedlichen Demonstrieren abhält. Unter dem Vorwand, einzelne Individuen isolieren zu wollen, terrorisieren sie letztendlich alle. Die Leute hier sagen, Farida sei gegen Ende der Demonstration wohl von ihrer Wut übermannt worden und durchgedreht. Diese Reaktion sei jedoch normal, angesichts der Provokationen, die von vielen Menschen hier beschrieben wurden.